Hallo, hier ist Philipp Haas von InvestorSearch TV. In diesem Video möchte ich euch den meiner Meinung nach weltbesten Broker vorstellen. Das ist nicht nur meine Meinung, also alle, die ein bisschen professioneller investieren, traden, werden Interactive Brokers kennen. Der einzige Nachteil ist, es richtet sich halt an fortgeschrittene Investoren, also nicht an Anfänger. Auch die Anmeldung ist ein bisschen kompliziert. Da habe ich auch mal ein Video zu gemacht, wie man sich da registriert. Aber ich möchte in dem Video nochmal 6 Vorteile präsentieren. Gibt sicherlich noch viele andere, aber die für mich das halt gerade im aktuellen Marktumfeld interessant machen. Ja? Ich habe ja seit über 10 Jahren mein Hauptdepot dort. Der Hauptteil davon ist ja jetzt in meinen eigenen Aktienfonds mit der gleichen Strategie geflossen. Und da liegen halt jetzt noch ein paar restliche Aktien rum. Aber dieser Track Record, habe ich auch mal ein älteres Video zu gemacht, ist auch durch diesen Account hier zustande gekommen. Was, sage ich mal, ein bisschen unglücklich ist. Ich bin in der Vergangenheit auch mal immer wieder short gegangen mit kleineren Positionen. Das hat sich in den letzten 9 bis 10 Jahren davor nicht so groß bezahlt gemacht. Jetzt hätte es viele Ideen gegeben, glaube ich, wo man noch hätte auf der Short-Seite viel Geld verdienen können. In meinem Aktienfonds, da es ja ein Long-Only-Fonds ist, konnte ich sowas nicht nutzen. Wäre aber bei Interactive Brokers und der Strategie dann ein bisschen gemacht worden. Da ich ja auch immer kritisch war bei den sehr, sehr teuren und unprofitablen amerikanischen Tech-Aktien, die mit Kursumsatz 50 oder so getradet haben. Wenn ihr Interactive Brokers interessant findet, ist auch der Link in der Beschreibung zu diesem Video und im Kommentar einfach draufklicken. Kann man sich das selber am besten mal anschauen. Und wie gesagt, der erste Vorteil ist, gerade im aktuellen Umfeld, man kann einfach mit Aktien short gehen. Das heißt, man verkauft die Aktien, kriegt das Cash davon, muss eine geringe Leihgebühr zahlen, beziehungsweise muss man schauen, wie immer hoch die ist, und kann die Aktien dann idealerweise günstiger zurückkaufen. Gerade in volatileren Märkten kann sowas Sinn machen. Man kann das Cash dann auch wieder anderweitig anlegen, aber man soll es nicht übertreiben. Da, wenn man da hoch gehebelt ist, kann man natürlich einen Margin Call bekommen. Habe ich auch zuletzt ein Video zu gemacht. Aber ganz wichtig, wenn ihr ein Konto macht bei Interactive Brokers, auch ein Margin-Konto, dann könnt ihr dieses Short-Gehen machen. Und das wäre der zweite Vorteil, ihr könnt in verschiedenen Währungen handeln. Ja, also als es dann noch Negativzinsen gab, konntet ihr zum Beispiel von Euro mehr in US-Dollar gehen, dann gibt es da vielleicht Zinsen. Sowas hat natürlich dann Auswirkungen auf Forex. Also man hat verschiedene Währungen, mit dem man dann auch dann die Aktien, das wäre dann der dritte Vorteil, an den lokalen Börsen kauft. Ne? Also nicht nur amerikanische Aktien könnt ihr für 1 Dollar direkt an der Nasdaq kaufen, sondern auch in Japan etc., in allen europäischen Börsen direkt, wenn ihr irgendwas Italien oder Spanien oder England kauft. Und ihr müsst nicht über die deutschen außerbörslichen Handelsplätze, wo der Spread halt auch mal sehr, sehr hoch sein kann, gerade wenn euer Depot ein bisschen größer ist und einige Aktien sind halt auch nicht handelbar. Das wird es natürlich auch immer ganz wichtig, niedrige Provision beim Handel. Also in den USA handelt man mit pro Trade für 1 Dollar und das an der richtigen Börse. In Europa sind wir inzwischen bei 3 Euro. Ja, auch bei, sag ich mal, Optionen, Futures ist sehr, sehr günstig, wenn man das solche Sachen machen möchte. Dann das fünfte, wenn man von einer Aktie sehr überzeugt ist, aktuell sind ja oft dann die Shortquoten sehr, sehr hoch, dann kann man da sogar noch verdienen, indem man die Aktie verleiht. Ja? Und wenn es dann Short Squeeze gibt, dann verdient man doppelt. Ja? Vielleicht spielt es dann in der Zukunft wieder mehr eine Rolle. Das sogar professioneller als bei den meisten Aktienfonds oder Banken in Deutschland, wo sowas nicht geht. Ist jetzt auch nicht kriegsentscheidend, aber ein paar Cent oder Euro kann man gerade bei hochgeschorteten Aktien, da können dir diese Leihgebühren oft dann 50% oder so pro Jahr sein. Das kann dann schon mal was aufmachen. Davon kriegt man einen Teil und einen Teil kriegt Interactive Brokers. Also sowas natürlich auch nicht schlecht. Und das sechste, das, was ich gesagt habe, Margin-Konto. Man kann halt auch mal in Boomphasen mehr Aktien kaufen, als man Cash drin hat. Und dadurch die Rendite noch ein bisschen, sag mal, pimpen. Sowas würde ich deutlich eher machen, als mit irgendwelchen Futures, Derivaten, Optionen etc. Weil es einfach zu verstehen ist, ihr kauft einfach, zum Beispiel, wenn ihr 20.000 Euro drin habt, könnt ihr dann vielleicht für 25.000 Euro Aktien kaufen, habt für 5.000 Euro einen Kredit, auf die ihr auch Zinsen zahlt. Die waren in der Vergangenheit 1% oder praktisch 0. Kann jetzt mal in der Zukunft mal ein Tick mehr sein. In Euro ist es immer noch sehr, sehr wenig. Und wenn die Sachen gut laufen,
hat man natürlich dann Überrendite, sollte man aber natürlich wie im aktuellen Umfeld nicht machen. Also ich habe das maximal auch mal so mit 10% oder so gemacht, aber ich finde es beruhigend, denn ihr wisst, eine Order geht durch, selbst wenn ihr mal nicht genug Cash oder sowas habt. Das sind also die 6 Vorteile von Interactive Brokers. Gibt, wie gesagt, noch viele, viele mehr. Es ist der beste Broker der Welt. Schaut es euch am besten selber an mit dem Link in der Beschreibung zu diesem Video. Aber nochmal auch der Hinweis, es richtet sich halt wirklich ein bisschen mehr an fortgeschrittene Investoren. Und man kann auch nicht alles handeln auf der Produktseite, zum Beispiel im Fondsbereich, ne? Also mein Aktienfonds kann man zum Beispiel dort aktuell nicht handeln, viele andere auch nicht. Ja, deswegen ist das vielleicht mal idealerweise das Zweitkonto für professionelle Investoren und man hat noch ein Buy-and-Hold-Konto, wo man vielleicht ETFs, Fonds, Wikifolios oder sowas kauft und dazu eignet sich es auch und ja, auch allein so von der Technik, das nutzen halt auch viele Hedgefonds etc., also das ist schon das Beste, was man da so haben kann. Wen es auch interessiert, die Aktie ist auch selber an der Börse, ist 23 Milliarden aktuell wert, vielleicht auch gar nicht so der schlechteste Einsteigzeitpunkt, da sie auch von Vula eigentlich profitieren und das ist auch eine gründergeführte Qualitätsaktie, habe ich auch mal vor langer Zeit ein Video zugemacht. Das war es also ganz kurz zu mir, zu den Vorteilen von Interactive Brokers. Nochmal ganz kurz zusammengefasst, es ist der günstigste Broker weltweit, wenn man alles so zusammennimmt, wenn man direkt an den Börsen handelt. Man kann an allen Börsen direkt handeln, man kann Short gehen, man kann auf Kredit handeln, ja, also Margenkonto. Man hat verschiedene Währungen, wo man, sag ich mal, auch mal Negativzinsen vermeiden kann. Und man kann sechstens auch noch am Leerverkauf verdienen. Was sind noch eure Vorteile, die ihr bei Interactive Brokers gut findet? Wenn ihr es nutzt, gerne kommentieren. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen.